Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College dabei schaust. Im heutigen Interview haben wir Dr. Mario Büsch zu Gast. Mario ist ein ausgewiesener Experte, wenn es um das Thema Einkauf, Procurement, Purchasing, wie auch immer ihr es nennen mögt, geht. Und wir haben diverse Themen durchleuchtet, wir haben eine ganze Stunde lang für euch aufgezeichnet, die jetzt gleich im Anschluss kommt. Und wir sprechen über die Zukunftsfähigkeit des Einkaufs. Wie sieht man, ob ein Einkauf oder erkennt man, ob ein Einkauf gut oder schlecht funktioniert? Wir haben Themen wie Total Cost of Ownership, Zusammenarbeit mit Lieferanten, Lieferantensegmentierung gesprochen. Wir haben über Technologie im Einkauf gesprochen und vieles mehr. Mir hat das Interview extrem viel Spaß gemacht und jetzt bleibt dran. Und ich hoffe, ihr nehmt einiges an neuen Impulsen für eure Arbeit, für eure Zukunft mit. Hallo Mario, willkommen beim Supply Chain College. So, Martin, danke schön für die Einladung. Es ist wirklich toll, dass du hier bist. Du bist ja ein ausgewiesener Procurement- oder Einkaufsfachmann und ich verfolge dich schon sehr, sehr lange auf LinkedIn. Wir hatten auch hier und da schon mal Kontakt, weil du auch bei meinen Versuchen, mal ein Buch zu schreiben, mir auch schon Feedback gegeben hast. Du selber hast auch 3 Bücher beim Springer Verlag veröffentlicht, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber bevor ich jetzt erzähle, was du so alles gemacht hast und das wahrscheinlich gar nicht alles stimmen wird, würde ich doch dich bitten, dich mal vorzustellen. Gerne. Ja, vielleicht zu meinem Hintergrund, dass du es oder auch die Zuhörer und Zuschauer ein bisschen besser einsortieren können. Ursprünglich komme ich aus dem Ingenieurwesen raus. Ich habe mal elektrische Energietechnik studiert nach einer Lehre und bin dann recht zügig in der Konsumgüterindustrie gestartet, sehr projektmanagementnah. Und ich lässt da immer, wer Projekte macht, also Investmentprojekte, muss viel Geld ausgeben und der Einkauf ist meistens im Weg. Ne? So kam dann irgendwann der Punkt, dass die Werksleitung der Meinung war, wir müssen was am Einkauf ändern. Und wenn man dann die Beförderung angeboten kriegt und damit den Einkaufsjob hast, dann war das der Wechsel in den Einkauf vor vielen, vielen Jahren. Danach haben dann, nachdem ich dann aus der Konsumgüterindustrie weg war, bin ich dann noch wieder Einkaufsleiter geworden bei einem deutschen Unternehmen und habe auch noch verschiedene Geschäftsführungen inne gehabt. Und irgendwann kam dann der Wunsch, naja, vielleicht müsste ich das doch nochmal ein bisschen über Fachwissen aufbessern, habe dann MBA in England gemacht. Und da ich dann im fortgeschrittenen Alter auch wieder im Lernen drin war sozusagen, habe ich da gesagt, komm, jetzt machst du noch die Promotion hinterher. Habe in England promoviert, um dann neben Beratung eigentlich viele Jahre eine Professur in Köln zu haben, an der Business School, mit dem Fokus schon Einkauf, aber auch sehr stark Supply Chain Management. Sicherlich ein bisschen anders, ne? Du kommst aus dem operativeren Bereich Supply Chain Management und da guckt man eher auch durchaus mal strategisch drauf auf Supply Chain Modelle. Deswegen ist man das schon im Begriff. Ja, bis ich denn nach der Corona-Zeit, muss ich sagen, also vor 2,5 Jahren gesagt habe, so, jetzt ist Schluss mit Hochschule. Ich konzentriere mich nur noch den Sachen, die mir Spaß machen und das, sagen wir mal, Kunden helfen, teilweise Cheat-Sheets auf LinkedIn hochzuladen, um einfach auch den Leuten nochmal so ein bisschen das Thema zu vermitteln, weil ich glaube schon, dass da noch Notwendigkeit in der Wahrnehmung für diese Profession ist. Und auch wenn es ein paar Leute gibt, denen ihr Herz dafür so richtig brennt, haben doch viele Geschäftsführer das noch nicht ganz verinnerlicht. Ja, sehr gute Erklärung. Und ich glaube, das passt jetzt auch hier rein. Ich werde auf jeden Fall dein LinkedIn-Profil verlinken. Das ist wirklich ganz toller Content, den du extrem regelmäßig und fleißig postest. Schöne Erklärungen, schöne Bildzusammenfassungen oder visuelle Zusammenfassungen. Also kann ich nur jedem empfehlen, dir da zu folgen. Du machst es in der Regel auf Englisch, dass du auch eine größere Reichweite natürlich auch erreichst. Aber unbedingt Dr. Mario Büsch auf LinkedIn folgen. Und Link, wie gesagt, in den Shownotes. Mario, ich muss ja eingestehen, wenn man meinen Kanal Supply Chain College ein bisschen verfolgt, bin ich ja manchmal ein bisschen am Schimpfen in den klassischen alten Supply Chain Funktionen, wo ich dann Einkauf auch gerne mal mit drunter fasse. Das ist natürlich nur provokant gemeint. Ich weiß natürlich, dass der Einkauf eine sehr wichtige Funktion ist. Und ich arbeite auch selber im Unternehmen sehr gerne mit den Einkäuferinnen, Einkäufern zusammen. Aber kannst du mal aus deiner Perspektive, mal ganz simpel angefangen, bevor wir ein bisschen ins Eingemachte gehen, erklären, wie steckst denn du den Einkauf ab? Was ist denn überhaupt ein guter Einkauf für dich? Was ist Einkauf und eben nicht Einkauf? Ne? Strategisch versus operativ? Oder wie definierst du das? Oder wie hast du an der Hochschule gelehrt?
Also Einkauf gehe ich mittlerweile hin und formuliere es so, alles das, was external spend ist, bis auf Lohnkosten, ist Einkaufsverantwortung. Da gibt es sicherlich ein paar Ausnahmen, also wenn du uns die Steuern bezahlt oder sonst was als Unternehmen, wenn man sich wirklich die Kreditorenliste anguckt. Also ich gehe einfach in die Kreditorenbuchhaltung rein, hole mir einen kompletten Kreditorenauszug und sage, das ist alles meine Verantwortung. Und damit komme ich meistens schon mit der Geschäftsführung oder mit einzelnen Akteuren in den ersten Konflikt rein, weil die das gar nicht so sehen. Fängt an mit dem CFO, der meint, ja, aber den Wirtschaftsprüfer, den suche ich selber aus. Oder die Lieblingsthemen, die der CEO gerne selber mal verhandelt. Oder wo Marketing selber rummachen will, IT selber seine Lieferanten führen will. Und trotzdem halte ich es für richtig und professionelle Organisationen haben das auch so organisiert, dass eigentlich all external spend, ne, also spend under management, nahezu 100% wird. Und wenn man so geprägt ist und auch so, ich sag mal, seine ersten Berufsjahrzehnte verbracht hat, und wenn in der deutschen Wirtschaft unterwegs ist, dann muss man lernen, da gibt es ganz andere Einsichten und Ansichten bis hin zu dem Extremfall, dass ein Firmeninhaber, renommiertes, deutsches, bekanntes Unternehmen mir sagt, du, bei mir soll jeder selber einkaufen. Ich mag gern den unternehmerischen Geist im Unternehmen, dann gehört es dazu, dass jeder selber einkaufen kann. Und dann ist natürlich das Thema Beratung und Helfen schwierig. Ne? Wenn Sie denn ein Problem haben mit Ihrer Kostenposition, weil nicht immer der Boom ist, naja, dann haben Sie ein anderes Thema. Ja, also meinst du dann in deinem Beispiel jetzt, ohne da jetzt zu weit reinzubohren, aber dass es so weit geht, dass sogar einzelne Mitarbeiter im Unternehmen mit den gleichen Lieferantenthemen einzeln verhandeln, anstatt mal ein Paket zu schnüren? Ich meine, das Maverick Buying, also ne, Einkauf ohne Einkauf, ist per System Design geschaffen. Geldkontrolle wird über einen Rechnungsworkflow gemacht, wo man nachher versucht, die Rechnungen Kostenstellen zuzuweisen. Das heißt, die Buchhaltung ist total aufgebläht, weil die muss natürlich jede einzelne Rechnung zuweisen. Die haben einen wunderschönen Rechnungsworkflow im Unternehmen etabliert, wo die Rechnung dann elektronisch durchs Haus geht. Wer war es? Ne? Wer hat es verbrochen? Wer könnte es gewesen sein? Und da kann alle Stilblüten und alles, was du dir vorstellst, passiert dort. Ja, aus der Praxis gesprochen, manchmal gerade das Maverick Buying, den Ausdruck kenne ich auch seit ein paar Jahren, also der ist mir noch gar nicht so lange geläufig, ich finde ihn ganz, ganz passend. Natürlich, wenn ich jetzt mal nebenbei irgendwie für eine Schulung, ich mache jetzt ein simples Beispiel, ne? Ich rede jetzt gar nicht über Rohpackmaterial, Handelswaren oder so große Volumen einzukaufen, wenn ich irgendwie mal eine Schulung machen möchte, dann muss ich jetzt schon über den Einkauf gehen, um irgendwie einen Vertrag auszuhandeln etc. Das ist jetzt die negative Sicht und ja, das fühlt sich langsam an, aber ich habe auch gelernt, wenn man dann eine tolle Partnerschaft auch zu der Einkäuferin, zum Einkäufer pflegt und die wirklich verstehen, warum man was macht, was man möchte, was man erwartet, können sie immer noch so ein bisschen so einen Mehrwert liefern. Ne? Man kann, und da geht es nicht immer nur darum, noch irgendwie ein paar Euro rauszuquetschen oder so, sondern auch nochmal, Achtung, achte auf die Fallstricke. Die Einkäufer kennen oft den Prozess im Unternehmen gut. Gerade bei IT-Sachen hast du auf IT-Security, Datenschutz und etc. pp. Geachtet. Das würde ich komplett ignorieren teilweise. Ich will die Schulung, kommt mal, macht mal, ich zahle euch das Geld dafür. Ich übertreibe jetzt, ne? Und also da schätze ich dann auch die Zusammenarbeit mit dem Einkauf. Aber was ist denn für dich so das Wertschätzen, also Schöpfende, oder wo schafft der Einkauf den meisten Wert? Ist es bei dir wirklich das Monetäre oder wie balancierst du so die verschiedenen Kriterien? Ganz viele Kunden, die ich habe, sagen, also ich bin mittlerweile, gehe ich so weit zu sagen, monetär ist ein Hygienefaktor. Klar, der Einkauf muss schon monetäre Themen erarbeiten für das Unternehmen, aber das ist eigentlich nicht mehr unbedingt das, was heute gefragt wird. Also die Anforderungen daran, sagen wir, über den Einkauf Innovation ins Haus zu kriegen, über den Einkauf Nachhaltigkeitsthemen zu fördern, über den Einkauf auch, sage ich mal, Produktionszuverlässigkeit, also im Sinne von ne, On-Time-Delivery, On-Quality-Delivery hinzukriegen, ist eigentlich viel gravierender als eine reine Kostenzahl, weil machen wir uns nichts vor, in vielen Situationen, in vielen Geschäftsfällen ist das Thema, ja, ich will Savings haben, immer ganz nett, aber messbar ist es auch nicht wirklich. Ne? Also, was ist denn ein Savings? Savings wogegen? Wir fokussieren uns sehr stark darauf und dann komme ich dann in die Diskussion rein in Unternehmen, dass man noch nicht mal unterscheidet zwischen einer Kostenverhinderung und einer wirklichen Einsparung.
Oder was ist die Einsparung? Kommt die jetzt G&V an? Kommt die nicht G&V an? Sage ich denn, okay, ich verhandle keine Investitionsgüter mehr, weil da habe ich kein Savings. Weil das ist maximale Kostenveränderung, ist eine einmalige Beschaffung. Also ich glaube, sag mal, der Wertbeitrag des Einkaufs ist heute vielfältiger. Der war das früher auch schon, aber der Fokus, glaube ich, auch jetzt in mehr und mehr Organisationen wird breiter aufgestellt, dass man auch versteht, dass es nicht nur einfach eine Zahl ist. Aber hast du dann das Gefühl, dass sich die Profession des Einkäufers, ich bleibe jetzt mal einfach in der maskulinen Form des Einkäufers, dass sich das auch geändert hat? Weil im Sinne, ich sage ja auch, früher gab es, keine Ahnung, Logistiker, jetzt gibt es Supply Chain Manager oder na, viele andere Funktionen, die man auch ein bisschen anders nennt. Hast du den Eindruck, dass die neue Generation, die du auch an den Hochschulen begleiten durftest, etc., dass die nochmal eine andere auch Bandbreite an Themen, auch Theoriebausteinen mitbekommt? Oder hat sich da Also noch gar nicht so viel geändert? nein, das Berufsbild hat sich schon massiv qualifiziert. Die Frage ist nicht nur von der akademischen Seite, was ausgebildet wird, was in den Markt reinkommt, sondern wie fruchtbar ist der Boden, auf den er stößt in Unternehmen. Die Frage ist, wie gut und wie schnell kriegen eigentlich Unternehmen den Wandel hin? Weil, mein, das passiert dir als Supply Chain Manager wahrscheinlich noch häufiger als mir als jemand, der eher aus dem Einkauf kommt. Ganz häufig stehen Namen drauf, ne, da steht Supply Chain Management drauf, das ist aber der klassische Logistiker drin. Ne, und so passiert es sicherlich auch im Einkauf, dass auf einer Geschäftsleitungsebene ist es noch nicht wirklich da. Ich glaube, die Einkäufer an sich, die sind sich schon einiger, die wissen eigentlich auch, wo sie da stehen. Ich glaube, was der Einkauf an sich noch nicht ausreichend geschafft hat, wirklich am C-Level-Tisch mitzusitzen. Ne, da gibt es sicherlich Industrien wie die Automotive-Industrie, die von mir aus irgendwie ein OEM hat eine Fremdbeschaffungsrate von 95%. Ja, mein Gott, die können gar nicht anders. Ne? Das ist das Teil des Geschäftsmodells. Aber selbst andere Unternehmen, wo dieser Prozentsatz 50, 60, 70% wird, ist das noch bei vielen Geschäftsführern noch nicht so richtig vorgerückt. Ne? Dass immer ein CFO mit am Tisch sitzt, von mir aus ein Personaler mit am Tisch sitzt, ein Produktionsmann mit am Tisch sitzt, klar, aber na, das andere wird dann schon schwieriger. Aber dann, weil das sagen ja eigentlich viele Funktionen, ne? Dass man im C-Level nicht gekommen ist. Das höre ich bei HR-Kollegen, das sagen wir in der Supply Chain auch, dass wir manchmal da nicht vertreten sind. Aber wie definierst du dann eigentlich den C-Level für Einkauf? Also, weil ich bin halt geprägt von meinen Vorunternehmen, den großen wie Unilever, Carlsberg. Da gab es eigentlich Chief Supply Chain Officer und da war eben Logistik, Planung, Einkauf und so weiter. Alles unter diesem Hut. Sagst du eher, Einkauf sollte man separieren oder ist es wirklich abhängig Nein, von anderen nein. Themen? Letztendlich kommen wir ja da aus einer ähnlichen Prägung. So, ich komme von Procter, da war einfach war der Einkauf Teil von Operations. Ne? Und trotzdem war es, sagen wir mal, so hoch auch nochmal durch eine Matrixorganisation, dass auch, sagen wir mal, auf dem General Management auch Einkaufsleute waren, die dann auch für die Profession einkaufen, gewisses Sponsoring auch bei den anderen General Management-Kollegen gemacht haben. Da war es alles vollkommen unkritisch. Ich glaube, es wird dann kritischer, ist jetzt bei blöde Anekdote, ehemaliger Kunde, schon seit vielen Jahren nicht mehr, hat sich jetzt entschlossen, ich entlasse den Einkaufsleiter, weil ich löse die Funktion auf. Ich teile einmal den Produktionseinkauf, wenn es ein Projektgeschäft ist, dem weise ich dem Sales zu. Wer es verkaufen muss, muss gucken, dass er sauber einkauft, ne? Die Produktionsmaterialien. Den indirekten Einkauf schiebe ich zu Finance rüber, und so teile ich das einfach auseinander und sage, jetzt habe ich mal eine Person gespart, als Direct Report, als Geschäftsleitung, da ist meine Managementkomplexität geringer geworden. Und jetzt sage ich mal einfach, der hat einfach nicht verstanden, was in der Vergangenheit einfach geleistet wurde rund dieser Einheit und was da passiert ist. Und auch in anderen Unternehmen komme ich ganz häufig in Situationen, wo man sagt, ach, einen Einkauf hätten wir schon gerne. Klammer auf, bitte die Verhaltensweisen meiner Fachabteilung, die ja eigentlich auch verkaufen und den Vertrieb machen, das sind die ja zum Kunden, bitte die nicht zu weit ärgern und nicht zu viel von denen verlangen, Klammer zu. Ja, also ne, dieses Wasch mich, aber mach mich nicht nass Prinzip passiert da häufig. Und wenn du als Experte, Schrägstrich Berater, zu neuen Kunden gehst, das erste Mal, hast du so ein paar Tipps, die du verraten magst? Auf was achtest du, um direkt so ein bisschen Gefühl zu bekommen, wie ernst genommen wird der Einkauf? Wo sind so die ersten
Fallstricke, auf was achtest du da? Was sind so die Anzeichen? Fängt damit an, wer sitzt mit am Tisch? Ist es nur der Einkaufsleiter alleine? Wo berichtet der hin? Und um zu verstehen, wie gut er seinen Laden versteht, frage ihn einfach, kennst du dein Beschaffungsvolumen? Ganz häufig kriege ich die Antwort, keine Idee. Und dieses Volumen, sage ich mal, bis auf die Nachkommastelle zu wissen, ist auch teilweise gar nicht so trivial. Weil die mögen vielleicht wissen, was über, wenn wir klassisch so mit SAP arbeiten, über MM bestellen. Sage ich, okay, und wenn ich jetzt bei der Kreditoren reingucke, ne, was ist denn der Kreditorenvolumen? Wie groß ist denn euer Gap? Und dann hast du schon ganz schnell einfach ein bisschen über dieses Zahlenverhältnis eine Idee dahinter, wie gut der Einkauf etabliert ist. Weil, ne, auch so viel so eine, so gerade so im deutschen Mittelstand, der Einkauf macht alles, ne? Weil nun hat der Einkauf sich darum gekümmert, einen Stapler zu kaufen, kann er sich nachher auch darum kümmern, dass irgendwie die Reifen gewechselt werden. Ja, und so bleiben ganzen Haufen, und das ist eigentlich das Problem bei dieser Funktion, dass ein ganzen Haufen operativer Klinkerkram da hängen bleibt, den ich so aus klassisch Großkonzern bei Procter, da habe ich mir noch nicht mal auf die Idee gekommen, dass das mein Job sein sollte, das zu tun. Das ist aber im Mittelstand ganz anders. Das sind ganz häufig Mädchen für alles. Und das, was wirkliche strategische Arbeit ist, ist nur ein Bruchteil davon, von dem, was sie eigentlich tun. Weil die sind so in operative Themen eingebunden, von wir haben Ärger mit der Kantine gerecht, red doch mal mit dem Koch, er soll was anderes kochen, bis hin, Klopapier ist nicht sauber aufgefüllt, red doch mal mit dem Reinigungsdienst. Ne, wird dann auf einmal Mädchen für alles, weil dann auch gerade für so Dienstleister intern kein wirklicher, sagen wir mal, Owner da ist, der eigentlich eine Dienstleistung verantwortet und denn dafür sorgt, dass diese Dienstleistung erbracht wird. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, das deckt sich auch gut mit. Ich habe das auch schon ein paar Mal hier auf dem Kanal anderweitig gesagt. Ich bin ein Riesenfreund von Aufgaben in typisch in der Managementlehre, so ein bisschen, sag ich mal, taktisch bis strategisch und operativ aufzuteilen. Und dann entsprechend, wenn jemand eine taktische, strategische Rolle hat, in der Regel werden die Leute auch be müssen besser qualifiziert sein, werden in der Regel besser bezahlt. Dann möchte man als Unternehmen ja gar nicht, dass die gut bezahlten Leute sich um das Klein-Klein operativ kümmern. Und umgekehrt, wenn ich die Leute nur wie eine operative Person von der Qualifikation und der Bezahlung hole, dann haben die gar nicht die Kompetenz, mal auf die Idee zu kommen, die meisten zumindest. Was kann man eigentlich noch machen mit der Rolle, ne? Ja, und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema. Deswegen, mittlerweile bin ich auch nicht mehr ganz so dogmatisch, was sagen wir mal, Rollenvermischungen angeht. Wir haben jetzt auch bei einem so ein kleiner Mittelständler, und so unter 100 Mitarbeitern, wo wir auf einmal gesagt haben, weißt du was, die Einkaufsfunktion, und die haben ein größeres Magazin, wo sie, sagen wir mal, ihre Teile, die sie projektbezogen einmal vorkommissionieren, aber auch ein Magazin, wo sie normale Verbrauchsartikel haben, haben wir jetzt eine elektronische Beschaffungslösung eingeführt und haben dann gesagt, okay, weißt du was, für diese Sachen kannst du auch selber den Einkauf machen, verhandel selber die Verträge, wir helfen dir dabei und gut ist. Ne, dann habe ich wieder Rollenvermischungen, weil teilweise habe ich ja auch das Problem, wenn die Organisation keine signifikante Größe hat. Und signifikante Größe ist für mich, sagen wir mal, ein Beschaffungsvolumen, was irgendwo langsam mal dreistellig wird. Hast du immer das Problem, dass auf einmal du nie genau mit der Personaldecke hinkommst? Dann hast du immer wieder andere Aufgaben da drin, die da angesiedelt sind. Und dann gibt es solche Vermischungsthemen. Wir haben ja schon ein paar gute Punkte angeschnitten. Ich würde gerne mal ein paar andere Themenfelder mal aufmachen und dann schließt Gerne. sich bestimmt wieder der Kreis. Das ganze Thema, nennen wir es mal Risikomanagement. Die letzten Jahre waren ja sehr turbulent, wobei es ist immer was gewesen, wenn man eigentlich auch mal Jahrzehnte zurückguckt. Na Aber die letzten klar. Jahre war sehr, sehr turbulent. Und von es gibt keine Ware, die beschafft werden muss, bis die Preise gehen durch die Decke und und. Hast du den Eindruck, dass das Thema Risikomanagement in Verknüpfung auch mit Einkauf, also Lieferantenausfallrisiken, ne, solche Themen oder auch finanzielle Risiken, weil ja eben die Fluktuation in den Preisen extrem war, hat sich da was geändert? Hast du da was, kannst du da was erklären oder erzählen zu? Also ich glaube, wenn ich mir jetzt die Kundenprojekte angucke, die sagen wir mal so Corona und danach waren oder durch die Corona-Zeit durch waren bis jetzt,
sagen, haben wir bei allen Kunden gesehen, wir sind halbwegs gut da durchgekommen, weil wir einmal ein gutes Relationship Management zu unseren Schlüssellieferanten gefahren haben und waren nah genug an den Lieferanten dran, um vielleicht Waren vorher zu kriegen. Oder wir haben so unsere Risiken reduziert, und das ist zum Beispiel, sagen wir, Sondermaschinenbau, die leiden ja unter dem Problem, ne? Ich brauche viele verschiedene Teile, haben einen riesen Lieferantenstamm. Die sind wirklich hingegangen, haben eigene Abteilungen dafür aufgebaut, um wirklich Expediting zu professionalisieren. Und haben dort auch wirklich IT-technisch ganz spannend nachgerüstet oder aufgerüstet, um überhaupt global zu sehen, wo ist überhaupt ein Teil vorhanden. Also die sind hingegangen und haben Preissuchmaschinen, die es am Markt gab, so nah an sich gebunden, dass die Preissuchmaschine nicht nur den Preis gesucht hat, sondern auch, wo ist er so überhaupt. Und dann konnten die nachher sagen, okay, der Händler da auf der Welt hat die Ware kaufen. Ja, also das ist, sagen wir, passiert im Risikomanagement. Ob das jetzt nachhaltig ist bei den Unternehmen, ob die jetzt wirklich hingehen und machen vielleicht mehr als eine Kreditauskunft bei einem Lieferanten und machen mal eine sauber strukturierte Auditierung aus einer technisch-kommerziell Risikoorientierung raus und nicht nur schicken sie ihre Qualitätsabteilung hin und sagen, mach mal ein Quality Audit oder mach mal ein Prozess Audit, dem ja gar nichts bringt in Wirklichkeit, bin ich noch zweifelnd. Vielleicht, wenn du hast gerade Technologie angesprochen, ich wollte zwar erst am Ende drauf kommen, aber bleib mir doch gerade mal bei der Technologie. Hast du auch schon Berührung mit so, wie sagt man so, Track and Trace Software, oder sagst du das eher wieder operativ, betrifft den Einkauf nicht, dass man so ein bisschen sieht, wie laufen die Warenströme, wo gibt es Verzögerungen? Weil gerade eben, wenn du sagst, kleinere Unternehmen, die ja gar nicht sauber trennen können, vielleicht so sehr zwischen operativ und strategisch, hast du da auch gesehen, dass man da Fortschritte macht, dass man mehr transparent Dann Transparenz, wollte ich sagen, in die Warenflüsse bekommt. Also, was ich sehe, ist, dass die internen Stakeholder eine Amazonisierung des Beschaffungsprozesses haben wollen. Mit der Lieferung der Realität und der Umsetzung schwierig. Klar hätten die gerne, haben wir auch hier so einen Kunden, der hat eine Shop-Lösung zu seinen Kunden hin. Klar würde der Kunde das gerne verstehen, da das Unternehmen aber strategisch sagt oder politisch sagt, wie kannst du nennen, wie du willst, wir bauen keinen Bestand aus, wir beschaffen auch die Sachen, die wir im Shop drin haben, nur als Strecke, fängt es an, total schwierig zu werden. Das heißt, da sind wir jetzt erstmal dran, ihm mal klar zu machen, dass er denn ein wesentlich professionelleres Lieferantenmanagement dahinter stellen muss und durchaus sich überlegen muss, wie er den Lieferanten denn anbindet, weil letztendlich ist eine Amazonisierung des Geschäftes eigentlich eine agile Supply Chain. Agilität kriegst du über Bestand hin. Ne? Agilität sind eigentlich mehr Kosten, die du aufbaust. Und seiner muss die ertragen. Ne? Das gibt es ja nicht umsonst. Und das sind, sagen wir mal, Effekte, die ich schon sehe. Aber das ist ein Einkauf. Also eigentlich ist ja das Thema Expediting für den klassischen Einkäufer das, was für Teufel und Weihwasser. Ne? Also der hasst das ja wie die Pest. Der einzige Einkauf, und ich halte das so für richtig, by the way, ne? Supply Chain soll gucken, dass sie Expediting machen. Der einzige Einkauf, der wirklich Expediting machen muss, ist eigentlich für mich ein Investitions- oder Projekteinkäufer. Weil da habe ich viel stärkere Verwebung des Prozesses zwischen dem strategischen und dem operativen Teil. Ja, finde ich sehr gut. Und was meinst du denn, also wenn wir gerade bei Amazonisierung sind, wie hoch ist denn der, nennen wir mal den Basis-Digitalisierungsgrad, den du siehst, gerade so Mittelstand, ne, oder kleinere Unternehmen, im Sinne von, ich mache mal vielleicht auch lächerliche Beispiele, so papierlose Bestellungen, irgendwelche Bestellfreigaben, wo noch irgendeiner im dümmsten Fall irgendwas abzeichnen muss, bevor eine Bestellung, Bestellbestätigungen, ne, auch direkt in die Systeme übertragen. Was nimmst du da so wahr im Markt? Von den Kunden, die ich habe, die sehen das ganz dringend. Die machen da was. Die haben aber noch ein anderes Problem. Die haben das Problem, dass sie kein durchgängiges ERP-System haben. Die haben Systembrüche drin,
wo sie sagen, okay, von mir aus die Verwaltung, Spedition und Frachten mache ich in dem System, das Thema indirekten Einkauf mache ich in dem System, das Thema Nahunternehmer habe ich ein paar Rahmenverträge gemacht, habe ich der Technik gesagt, kannst du direkt selber abrufen, da buche ich einfach eine Rechnung bei. Und bei dem Thema, was produktionsnah ist, habe ich ja von mir aus eine Eigenprogrammierung für eine eigene Software. Also so dieser klassische kleine Mittelstand, der vielleicht auch noch mehrere Geschäfte, ne, das war jetzt im Unternehmen mehrere Systeme, wenn die jetzt auch noch unterschiedliche Geschäftsfelder haben, kann es passieren, dass sie drei, vier ERP-Systeme haben, die teilweise total überaltet sind. Das Unternehmen scheut massiv den Schritt, ich integriere das, weil ich weiß ja auch nicht, ob alle Geschäftsfelder bei mir bleiben. Was die denn eher machen, und das habe ich bei einem gesehen, ganz spannend, die suchen sich, sage ich mal, Insellösung oder so eine Masterlösung, wo ich einen Dokumentenfluss hinkriege, dann sind das häufig so Dokumentenmanagementsysteme, die auch revisionssicher sind und flanschen alle ihre Systeme daran an und kriegen dann wenigstens den buchhalterischen Fluss hin im Sinne einer Digitalisierung. Das ist halt immer so gut oder schlecht, wie ich Systeme hab mit Systembrüchen. Denn die digitalisieren schon, aber dann von der Hand in den Mund. Ne, dann sagen sie, okay, zuerst mache ich den Prozess, dann stellen sie fest, oh, ich habe ein Riesenproblem, ich will nicht die ganzen Auftragsbestätigungen haben, weil da brauche ich dann mal Ursprungszeugnisse oder Werksprüfzeugnisse, je nachdem, in welchem Geschäft ich bin, dazu, dass sie, sagen wir, versuchen, diese Sachen mehr und mehr elektronisch hinzukriegen. Siehst aber auch große Probleme auf der Lieferantenseite, dass sie das auch nicht unbedingt alle hinkriegen. Das heißt, die ganzen Konzepte, die ja seit Jahrzehnten rumfliegen, wie Supplier Managed oder Vendor Managed Inventory etc., da eben das ist ja die Voraussetzung, ne, dass man eigentlich gut integriert ist über die Systeme, das wird wahrscheinlich die nächsten Jahre dann weiterhin so schleppend vorangehen, oder? Weil ich habe seit vielen Also, Jahren immer mal nur punktuell solche Erfolge gesehen, dass man das sauber anbindet, dass man auch Dokumenten sauber austauscht etc., aber es ist halt doch auch noch sehr viel Interaktion manuell das ist zwischen noch den sehr viel Schnittstellen. Interaktion und es ist in manchen Geschäftsumfeldern ja gar nicht gewollt. Ne, also, wer ja eigentlich maximal transparent ist, ist der deutsche Handel. Ne, so ein Aldi weiß, was sie verkaufen. Ne? Die haben ein POS-System, die wissen, was rausgeht. Willst du die POS-Daten haben, um deine Produktionsplanung zu machen, musst du dafür bezahlen. Ne, also, dann wird das auch, ne, dann werden Daten auf einmal wieder zu einem Wert geschaffen, den du als Lieferant bezahlen musst. Und dann sage ich einfach mal, so vom Gesamtoptimum. Hört sich irgendwie nicht an. Und das hat alles immer wieder mit Macht zu tun. Guck mal, du kommst aus einem großen Haus der Konsumgüterindustrie, ich komme aus einem großen Haus der Konsumgüterindustrie. Ach, ohne jetzt zu sagen, Mensch, ich habe mein Leben lang nichts mehr lernen müssen. Aber viele Sachen, die damals funktioniert haben, schon funktioniert haben, funktionieren bei manchen Kunden immer noch nicht. Ja, leider. Ja, das sehe ich Und auch. hinten, da ist über ein Vierteljahrhundert zwischen. Also, ich lache mich immer tot, das hat jetzt gar nichts mit unserem Thema zu tun, wenn alle darüber reden, über New Work. Ja, wir haben jetzt alles Videokonferenzen und sonst was. Ey, das hatten wir im Jahr 2000, wo ich weggegangen bin schon. Richtig. Ja, da hieß es nur Webex und wie auch immer, ne, diese Ja, Technik da hatten hier. wir Besprechungsräume, da konntest du dir einmal die PowerPoint drauf zeigen, einmal den Videoraum, da konntest du die Videokamera so ja noch im Gegensatz zu heute vom anderen steuern, dass du auch nochmal sehen kannst, wer redet da gerade. Du hattest schon den gesamten Campus, der war schon mit Mobiltelefon am Campus ausgerüstet. Die waren zwar nicht, dass du sie mit rausnehmen konntest, da hattest du noch ein anderes Telefon, aber du hattest da schon überall Besprechungsräume. Klar, hattest du noch ein LAN-Kabel mit und kein WLAN, aber ansonsten. Also, wie heute. Ja, ja, guter Einschub. Mario, du hast vorhin Bestände, hast du mal erwähnt, im Sinne von so ein bisschen Demand Supply zu entkoppeln, Agilität zu gewinnen. In dem Zusammenhang hast du es gebracht. Da möchte ich ein bisschen die Brücke schlagen zu, nenn es mal Total Cost of Ownership, weil das ein Konzept ist, was ich sehr gerne auch in der Praxis verwende. Und was ich eben sehe, und das ist jetzt wieder, ich mache es zu schwarz-weiß, dass auch viele meiner, egal in welchem Unternehmen jetzt, Einkaufskollegen sehr stark oft Kosten optimieren, um irgendwelche Savings auszuweisen, aber gar nicht auf die ganze End-to-End-Kette schauen, ob irgendwo Folgekosten etc. sind. Was glaubst du denn, woran das liegt? Hast du da eine Meinung zu? Oder widersprichst du meiner Aussage? Du kannst ja da eine andere Perspektive zu haben. Eigentlich sehe ich genau das Gegenteil, dass
Ein guter Einkäufer hat verstanden, dass er eine TCO-Betrachtung machen muss, weil nur so schafft er den Schulterschluss mit den Stakeholdern. Ich kann nicht als Machtspiel bestimmte Beschaffungen, Lieferanten, Waren durchdrücken, wohl wissend, dass sie woanders Riesenkostennachteile haben. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass man auch unter den Kollegen so weit fair ist, dass man nicht die TCO so vergewaltigt, dass nachher der Lieblingslieferant der Produktion rauskommt. Ne? Also, ne, da gehört eine gewisse Neutralität und Erwachsensein von beiden Seiten zu. Aber ich glaube, wenn eine Organisation das hat und das, sage ich mal, wirklich macht im Sinne von, wir machen vernünftige Lebenszykluskostenbetrachtung, und wir einigen uns auch, welchen Zeithorizont wir betrachten, welche Kosten wir reinnehmen oder nicht reingeben, halte ich das für die wesentlich sinnvollere Auswahl als jetzt nur über Einstandspreis. Was ist Einstandspreis? Ich meine, jeder von uns, der sich eine elektrische Zahnbürste kauft, weiß eigentlich, wie das Geschäftsmodell funktioniert. Ja, also ich, wie soll ich sagen, ich habe auch bei den TCO-Betrachtungen auch schon viel Schindluder gesehen. Aber wo ich dann oft merke, dass es scheitert, mal gucken, ob mir das gelingt, das Beispiel richtig rüberzubringen. Bleiben wir mal bei dem Bestandsthema, weil das recht simpel zu greifen ist. Nehmen wir mal Roh- und Verpackungsmateriallieferanten, die eine Produktion, du hast ja auch gerade Produktionen genannt, beliefern. Was ich gerne sehe oft ist, dass man zumindest bei den strategisch wichtigeren Lieferanten, und wir können ja nachher nochmal über eine Segmentierung auch von Lieferanten reden, hätte ich gerne, dass zum Beispiel gewisse Lagervorräte auch auf Lieferantenseite gehalten werden und nicht, dass wir immer alles zum Beispiel an der Produktion halten müssen, sodass man mehr oder weniger nur noch eine Abrufzeit hat und der Lieferant kann sich ein bisschen mit Regelwerk, und wir können nachher auch mal reden, wie man so ein Regelwerk gestalten kann, dass ich auch ein bisschen im Rahmen selber optimieren kann, aber auf seinem Areal und seinen Kosten, und natürlich zahlt man indirekt mit dafür, wenn der Lieferant Lager halten muss, etc. Und da merke ich schon ganz oft, direkt da, TCO sagt jeder, in der Theorie versteht man es, da fängt schon an, nein, mein Lieferant, der soll gar nicht lagern, der soll nur dieses Material liefern, Rest müssen wir selber in-house organisieren. Aufgrund von Kostentransparenz, bla bla bla, ne, dass keine versteckten Margen irgendwo reingerechnet werden. Jetzt mal sehr simpel geblieben. Was sagst du dazu? Also, was ist denn dein Ansatz? Sagst du eher so Turnkey, so dass Lieferanten eher mehr machen, auch Dienstleistungen, oder sagst du sauber trennen, dann hast du eine bessere Transparenz als Nein, Unternehmen? also eher, die Frage ist, was muss ein Lieferant in welchem Fertigungsgrad zur Verfügung haben? Weil ich will ja schnelle Reaktionszeiten haben. Ja, dazu gehört einmal die Produktionskappa, ne, dass ich die Kapazität habe, dass er produzieren kann. Und es gehören seine Rohstoffe dazu. Sondern jetzt kann es durchaus sein, dass es für mich und für den Lieferanten, wenn die Rohstoffe nicht individuell für mich sind, ne, wenn wir bei der Kartonage, dann würden wir immer davon ausgehen, dass die Grundpappe nicht speziell für euch hergestellt ist. Dann würde ich aber erwarten, dass er da entsprechende Bestände aufbaut. Und ich würde auch durchaus, und dann sind wir wieder bei dieser Service-Level-Vereinbarung, dass er mir bestimmte Produktionsfenster, die ich ja durchaus auch über, sagen wir mal, über Forecast, Rolling Forecast, Frozen Zone, nachher auch wirklich fest einbuchen kann, dass er mir Produktionskontingente aufrechterhält. Also ich habe lange in der Papierindustrie eingekauft, wo wir farbige Papiere gekauft haben. Wenn du ein farbiges Papier kaufst, dann weißt du, dass du einen Zyklus auf der Maschine hast. Ne? Der fängt weiß an, geht bis schwarz, der muss grundgereinigt werden, dann ist der irgendwie 48 Stunden offline und dann fängt er wieder bei weiß an. So, und da haben wir auch für bestimmte Hauptfarben, die wir brauchten, so jetzt war das Hautholz-Werkstoffindustrie, da bist du im weiß, beige, braun Bereich drin, haben wir einfach Kappa reserviert mit dem Lieferanten und auch seine sind Zellstoff und Titandioxid als Vorlieferanten reservieren, haben gesagt, die Bestände baust du auf. Und über die Produktionskapazität hatten wir dann das Thema, dass wir genau in den Slot reinbuchen konnten. Wenn ich natürlich den Slot verpasse, habe ich Pech gehabt, kriege ich 6 Wochen die Ware nicht. Mein Fehler, dumm gelaufen. Ne, das ist die Verantwortung, die ich dir wieder auf meine Seite nehmen würde. Aber ich glaube, solche Vereinbarungen kannst du auch mit den Lieferanten machen und dann brauche ich ja noch nicht mal ein ausgefeiltes Endproduktbestand aufzubauen. Weil wenn ich jetzt wieder bei einer Kartonage bin, dass ich die gestanzt habe, bedruckt habe, und sonst was habe, dass er die nicht unbedingt gerade bei Wellpappe für mich aufbauen will, weil das ist total voluminös, das Produkt. Das kann ich schon verstehen. Ja, finde ich gut. Ich bin auch ein Freund eigentlich,
deshalb auch viel Daten auszutauschen im Sinne von, bei deinem Beispiel, wenn man diesen Produktionslot, den Zyklus verpassen würde, da kann man ja auch den Pain ein bisschen teilen, indem der Lieferant zum Beispiel einen verbindlichen oder unverbindlichen, je nach Zeithorizont, Abruf-Forecast zum Beispiel hätte vom einkaufenden Unternehmen. Dann sieht der Lieferant ja selber auch, hier habt ihr eigentlich Bedarfe und Achtung, ihr müsst euch jetzt committen, sonst verpasst ihr das. Und dann, also man kann ja auch so Sicherheitsnetze einbauen, ne? Indem man mehr Daten austauscht und zusammen auf gewisse Zusammenhänge schaut. Ja, und das war für mich auch so eine ganz spannende Lernerfahrung, was, sagen wir mal, datenbasierte Entscheidungsfindung hat. Weil damals sind wir immer wieder vom Finanzer angehalten worden, ey, ihr habt zu viel Working Capital, ihr habt zu viel Bestände, ihr habt zu viel Bestände. Das wäre so die alte Leier, und jetzt, wo Zinsen hochgehen oder höher sind, kommt die Leier ja noch viel, viel stärker. Und dann haben wir uns da, und man kam auch gleichzeitig und sagte, die Lösung: Ihr habt zu viele Produkte. Ja, fairerweise, das war Holzwerkstoffindustrie, du verkaufst irgendwo roundabout 250, 300 Dekore. Du hast 1000. Du hast deswegen 1000, weil du bist halt schon ein marketinggetriebenes Verkaufsstruktur. Du magst halt den Regenbogen zeigen. Schön Farbfächer. Du weißt genau, dass du die Farben nicht verkaufst. So, du weißt genau, von der Herstellung her, auf einer Papiermaschine hast du halt Mindestmengen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Du kannst nicht irgendwie ein bohrenfarbiges Papier in der technischen Ausrüstung so machen, dass du den kaufen kannst. So, und dann war dann die Lösung, ja, ihr habt viel zu viel Druck auf Marketing, ihr müsst weniger Farben haben und sonst was. Dieses Ding, rauf und runter diskutiert, brachte keinerlei Effekte. Bis es denn satt war und hat mir wirklich mal zu jedem Produkt Laufzeiten, Standzeiten und angeguckt, was denn da ist. Und dann stellst du fest, dass eigentlich dein A-Produkt 80% vom Working Capital ist, weil wir den vom Lieferanten haben wollten, weil wir uns nicht getraut haben, hey, du lieferst mir die Ware mindestens 2 Wochen vor meinem Produktionstermin. Dann hatte ich schon mal 2 Wochen Bestand vom A-Produkt drin. Das ist auch noch nicht sofort, ne? Produktion heißt nicht, alles ist sofort weg, weil dann wurden dann teilweise 50 Tonnen reingeliefert und die brauche ich, da komme ich dann vielleicht irgendwie auch 6, 8 Wochen mit. Und bis wir nachher gesagt haben, ey, wir haben eigentlich ein A-Artikel-Problem, wenn wir nicht die Bestände raushole. Und dann haben wir nachher einfach für die A-Artikel, ich wollte kein Konsi-Lager einführen, weil dann muss ich die wieder separieren im Lager und sonst was, haben wir einfach das Zahlungsziel verlängert und gut war. Kam auf gleich heraus. Ja. Ja, Ja. also ne, da passieren manchmal so totale Stilblüten, weil immer dann, wenn fachfremde Bereiche, und das sind so häufig so Finanzer, glauben, sie wüssten, wie es funktioniert und kommen dann direkt mit Lösungen hin. Ja, gutes Beispiel. Wenn wir gerade bei der Zusammenarbeit von Lieferanten sind, du hast ja gerade diese Service Level Agreements angesprochen und ich weiß, du magst diesen Ausdruck nicht, du nennst das SOS. Vielleicht kannst du mal erklären, was das SOS ist und in welchen Fällen du dazu raten würdest, eins aufzusetzen. Und dann können wir ein Also bisschen diskutieren, was so typische Inhalte sein können. ein SOS ist eine Supplier Operating Specification, und du kannst über zwei Methoden kannst du da an das Thema rangehen. Das ist eine Vereinbarung, die eigentlich deinen internen S&OP-Prozess synchronisiert mit dem Lieferantenprozess. Du fängst an vom Forecast, Jahresforecast, Kappa bis hin, wie erhärtet sich denn Forecast, indem du sagst, okay, ich habe jetzt hier 3 Monats-Forecast, habe nachher irgendwie Frozen Zone und hier unten kommen die wirklichen Bestellungen rein, die auch verbindlich sind. Und das deklinierst du runter von der Planungslogik her, du deklinierst einmal runter, wie gehen sämtliche Warenbewegungsprozesse vom Lieferanten, wie fertigt der, wie sind seine Zwischengrößen, wie verpackt er, Verpackungsvorschriften, also diese ganzen Sachen, die du sonst separat als Kuhvereinbarung, Verpackungsvorschrift separat hast, schiebe ich alles damit rein, um alles das mit drin zu haben und noch einmal zu diskutieren. Und gleichzeitig schiebe ich alles rein und mache es transparent. Wie ist welcher Informationsfluss zwischen beiden Häusern? Wenn du dir vorstellst, du hast mehrere Produktionsstandorte, hast einen Lieferant, der vielleicht auch aus 2 Standorten liefert. X und drei Leute reden miteinander und haben Kommunikation. Um das, sage ich mal, ein Stück transparent zu machen, zu bündeln, ist das auch geregelt oder wird auch festgelegt. Und letztendlich habe ich so auf der einen Seite all meine Regelungspunkte und sage, was macht der Lieferant, was mache ich dazu?
Und unterstützt wird dieses ganze Thema durch eine Supply Chain Scorecard. Also wie funktioniert die Lieferkette zwischen beiden Häusern? Also nicht nur die Lieferanten-Performance, weil man muss nichts vor, wir sind ja auch, ne? Auch als Kunde bist du nicht unfehlbar. Und wenn der Lieferant denn ein Problem hat, dass wir für mich unser Ladefenster nie einhalten, ja, dann soll er es messen. Und wenn er denn Kompensationszahlung kriegt, dann können wir auch gerne den Betrag da reinschreiben und messen den, weil dann haben wir auf unserer Seite ein Problem. Ja, also es geht um die Lieferkette sauber hinzukriegen und dann messe ich klassische Sachen wie Lieferzuverlässigkeit, ich messe aber auch Sachen wie Defekte ganz stark, dass ich Qualität hinkriege. Ich messe aber auch so Sachen wie gesperrte Rechnungen. Ich will keine blockierten Rechnungen haben. Ich will, dass die Rechnung dunkel durchgebucht werden kann. Und wenn der, ne, und deswegen, gerade wenn du in Commodity-Märkten bist, musst du dir genau überlegen, wie häufig passt du deinen Preis an. Und was ist der Rattenschwanz dahinter? Das hört sich so simpel an. Ja, mein Gott, das Papier ist jetzt teurer geworden, das Stahl ist teurer geworden oder Aluminium ist teurer geworden. Das kann aber zur Folge haben, dass wenn du dann, keine Ahnung, 400, 500, 600 SKUs einkaufst, wo Aluminium drin ist und du 600 Preise von Tag 1 auf 2 ändern musst, ja, wer macht das denn bitte im System? Und schaffe ich das an einem Tag? Wie soll ich das freischalten? Also geht nicht. Deswegen bin ich auch immer wieder der Freund zu sagen, ich will eigentlich, wenn arbeite ich mit Reconciliation außerhalb vom System, ich will einen smoothen Prozess haben in der Supply Chain. Dass ich all diese Sachen rausnehme. Und das ist, sagen wir mal, eine Methode, die du machen kannst. Und häufig ist das so ein SOS, war das Ergebnis eigentlich, indem man bewusst mit dem Lieferanten KVP-Prozess aufsetzt. Indem man sagt, hey, wir wollen den aufsetzen, wir wollen den machen und muss sich da ein Stückchen Formalismen geben. Die habe ich auch gemacht, dass ich sage, hey, wir haben ein gemeinsames Projektcharter, wir haben ein Steering Committee, wir gucken uns das an, wir diskutieren über die Sachen und klar gibt es da eine Geheimhaltungsvereinbarung und klar, machen wir uns doch nichts vor, beide wollen dadurch einen Vorteil haben. Also, und mir ist es lieber, ich mache so einen Prozess mit einem A-Lieferanten, als zu sagen, ich versuche jetzt irgendwie einen neuen Lieferanten aufzubauen, dass ich irgendwie einen Preisdruck reinkriege. Den ich häufig gar nicht hinkriege, Klammer zu. Ja, du hast jetzt viele, viele ganz tolle Punkte angesprochen. Vielleicht mal noch was, noch ein recht simples Thema ist zum Greifen für viele. Du hast jetzt sehr viele Kennzahlen angesprochen, also was man messen kann, wie gut die Zusammenarbeit, sage ich mal, ne, zwischen Kunde und Lieferant stattfindet. Hast du noch weitere so Kennzahlen, auf die du gucken würdest, als Einkaufsleiter in einem Unternehmen zum Beispiel, um zu verstehen, wie gesund, ne, ist dein Einkaufsprozess und wie gut performen die Lieferanten? Was sind so die Klassiker oder die Pyramide, die du malen würdest? Also was ist die oberste KPI vielleicht? Sorry, dass ich da unterbreche. Was ist das allererste, was du anguckst und dann natürlich der Blumenstrauß dazu? Ganz schwierige Frage, weil die KPIs hängen vom Reifegrad der Organisation ab. Desto unreifer der Einkauf ist, desto mehr gucke ich nur auf Savings. Ja, noch unreifer wie Savings ist, wie viele Bestellungen hast du gemacht, was waren deine Durchlaufzeiten? Ein Einkauf, der daran gemessen wird, der hat eigentlich den untersten Reifegrad, weil die Geschäftsleitung erwartet eigentlich nur, die sollen abarbeiten und sollen mich nicht stören. Hat keinerlei Erwartung an den Einkauf. Da hat der Einkaufsleiter einen Riesenjob, das der Geschäftsleitung beizubringen, wo es eigentlich sein Wertbeitrag. Das andere Ende des Extrems wäre es, wie viele neue Geschäftsfelder hat der Einkauf durch Lieferanten erschließen können. Dann bist du eher wirklich auf der Business Development Seite, über Lieferanten Know-how ins Unternehmen reinzubringen. Und dazwischen macht sich halt das Continuum auf, wo du bestimmte Sachen misst. Ne? Desto operativer es ist, desto geringer ist er der Reifegrad, desto mehr du wirklich auf einer strategischen Unternehmensentwicklungsschiene bist, desto höher ist eigentlich der Reifegrad. Deswegen bin ich immer sehr ausweichend, wenn mich einer nach KPIs fragt. Ne, die glauben immer, da kriegen sie eine Rezeptliste und dann arbeiten sie die Rezepte ab und dann ist gut. Nee, ist nicht. Ja, das ist eine sehr super Antwort. Weil ich glaube auch, ein paar Beispiele, die du genannt hast, jetzt gerade in größeren Mittelständlern oder Großunternehmen, multinationalen Konzernen oder so, gerade sowas, wenn du sagst, diese Anzahl Bestellungen, Liefertreue, Durchlaufzeiten, das ist für mich operative Beschaffung. Die wird in einem Großunternehmen ja gar nicht im Einkauf sein, sondern eher in der Supply Chain Planung zum Beispiel. Also so ist es überall, wo ich bin. Mein Team macht den operativen Einkauf, das macht nicht das Team von meinem Einkaufskollegen. Ja, und das Schwierige ist,
wenn der Einkaufsleiter, jetzt sagen wir auch bei euch, verantwortlich ist für den strategischen Teil des direkten Materials, aber gleichzeitig die Verantwortung für den indirekten hast, wirst du feststellen, dass du einen massiven Leistungsabbruch seiner Performance hast, wenn du in den indirekten Bereich reingehst. Weil der indirekte Einkauf ist eigentlich viel, viel schwieriger. Weil das ist ja mit jeder Stakeholdergruppe zu tun. Ja. Und du hast keinen Produktionsplan, der eigentlich diese ganzen verquerten Wünsche ausnivelliert. Das ist richtig, ja. Deshalb in größeren Unternehmen, in allen Fällen, in denen ich bisher gearbeitet habe, ist es immer geteilt. Es sind dann zwei VPs, zum Beispiel eine indirect, andere direct. Und klar, drüber gibt es vielleicht noch einen Gesamteinkaufsleiter, aber hat immer zwei, steht auf zwei Beinen in der Regel. Klar. Ja. Und das hat ja auch den einfachen Grund, weil das eine Bein ist einfach ein Stück kürzer. Ja, Gut. das ist total schwierig, diesen indirekten Bereich reinzukriegen, weil du hast den absoluten Blumenstrauß an Beschaffungsthemen und du siehst eigentlich, wenn du eine Organisation hast, wo du, sag mal, den Einkauf gesamtheitlich dir anguckst, wenn die diese Verantwortung nicht so getrennt haben, dann musst du direkt den indirekten angucken und dann weißt du, wie gut eigentlich der Einkauf ist. Ja. Sehr, sehr guter Punkt. Dann mal eine Zwischenfrage. Die hört sich jetzt provokant an. Ist es jetzt Mythos oder Wahrheit? Einkäufer sind gute Verhandler. Ich weiß es nicht. Das wären die gerne. Wir hatten jetzt die Chance, ein Verhandlungstraining zu machen bei einem Kunden und das haben wir mit dem Einkauf und dem Vertrieb zusammen gemacht. Jetzt ist das natürlich auch im Konsumumfeld ein Kunde gewesen, wo der Vertrieb eher Qualitätslevel Key Account Manager hat und beim Einkauf waren auch die Assistants mit dabei. Aber selbst ein Materialgruppenmanager, der ein großes Kontingent hat, der kommt vielleicht an einen Key Account Manager dran. Aber ansonsten, weil das Problem ist, diese Verhandlung, die kommt so selten richtig vor. Ich meine, ein anderes Extrembeispiel, das war total scharf, dieser Kunde, ist ein Handelshaus für technische Produkte gewesen. Haben nur ein paar wenige Produkte, haben aber dummerweise als Handelshaus, die nur ein paar Produkte kaufen, haben 2000 Lieferanten, ne? Weil die gehen immer über den Markt, der kann jetzt gerade liefern. Und da kann es auch passieren, dass ein Händler beim nächsten Händler kauft, um an die Ware dran zu kommen. Also ganz komische Konstellation. Die haben am Tag, glaube ich, bald 100 Transaktionen machen müssen, ne? Da war der Anruf: Blöd, man kann es nicht was billiger machen, das war die Verhandlung. So ganz platt gesagt. Das heißt, die kannten eigentlich immer nur hau drauf und immer nur schnelles Geschäft. Ne, dann war, und denen mal nahe zu bringen, zu sagen: Hey, guck mal, du hast jetzt hier den Partner, der, keine Ahnung, in Wirklichkeit mal für 500.000 macht, hey, dann müsstest du dich mal ein bisschen anders vorbereiten. Dann müsstest du mal doch mal versuchen, dir mal Gedanken zu machen, ist das, was der dir erzählt, von der Kostenstruktur, passt das überhaupt? Also die hatten schon totale Probleme zu verstehen, wie schwer ist mein Produkt, wie viel Stahl ist da drin, wo ist der Stahlpreis hingegangen? Das ging vielleicht noch, aber spätestens dann, wenn es darum ging, das Ding muss noch verzinkt werden, wie ist denn der Zinkpreis gewesen? Oh, da wurde es schon schwierig. Ne, also die hatten überhaupt kein Gefühl für eine Kostenstrukturanalyse dahinter, was die Hauptkostentreiber waren in den Produkten und dementsprechend eine Verhandlungsstrategie. Ne, ich glaube, wenn ich jetzt wieder das zurückspiegle in meine Proctor-Zeit, würde ich durchaus sagen, und das ist der Abschluss dennoch, da ein guter Einkäufer steht eben nichts dem Vertrieb nach, was Verhandlung angeht. Wenn ich das bei meinen Kunden mir ansehe, wie viel anderes Tagesgeschäft die haben, da hätte ich massive Zweifel, dass das stimmt. Weil der Vertriebsmann hat verdammt viel weniger Tagesgeschäft. Ja, tolle, tolle Antwort. Was mir da gerade einfällt, auch bei den größeren Unternehmen, so Themen wie, nehmen wir Hedging als Beispiel. Siehst du das nur in Großunternehmen oder empfiehlst du das auch schon für ab einer gewissen Größe, dass man sagt, eben gerade so Rohstoffpreise, ne, dass man da hedged mit finanziellen Mitteln, um ein bisschen Planungssicherheit vielleicht zu erreichen? Was hältst du von so Tools und wie empfiehlst du die? In meinem gesamten Berufsleben habe ich noch keinen einzigen Hedge gesehen. Ah, echt? Auch keine Währungsrisiken oder so. Procter hat nicht gehedged, Okay. außer damals gehörte noch
Folgers, die Kaffeesparte dazu, die durften hedgen. Da war aber der Einkauf, war der Teil der Finanzabteilung, die hingen direkt am Treasury dran. Das waren keine Einkäufer, ne? Das waren wirkliche Rohstoffhedger. Ansonsten haben die nicht gehedged. Was wir gemacht haben, ist schon mal über Lieferanten gehedged, ne? Dass wenn du, sagen wir mal, irgendwo Kunststoffgranulat kaufst oder sonst was oder von mir ist auch Aluminium, dass du dann sagst, okay, ich will jetzt hier eine verlängerte Preisgarantie haben. Dann bist du vielleicht mal, wenn du sonst Quartalspreise hast, bist du mal irgendwie auf ein halbes Quartal weitergegangen, vielleicht auch mal ein zweites Quartal. Ansonsten habe ich noch nirgendwo, ne, ich habe immer Leute, die darüber reden. Ich habe viele Bankpräsentationen gesehen, die erzählen, was das für ein tolles Instrument ist. Dann habe ich mit immer durchgerechnet und gesagt, ey, dann müsste ich ja Millionen kaufen, dass sich ein Hedge jemals lohnen würde. Ne, also ich kenne es eher, dass ich sage, ich kaufe die Menge, lass die auch von mir erst beim Lieferanten liegen zu einem bestimmten Preis. Also wenn es immer wieder, wenn ein Hedge immer wieder über den Lieferanten. Okay. Niemals mit Finanzinstrumenten. Und Habe ich dann nie gesehen. aber jetzt zum Beispiel, wenn man so an Energiekosten denkt, da könnte das ja sinnvoll sein, oder? Ja, Hedging zu. aber auch bei Energiekosten, da gehst du ja eher hin, dass du wirklich eine strukturierte Beschaffung gemacht hast. Das ist, sagen wir mal, auch wenn ich habe es mal selber gemacht zu einer Zeit, wo gerade die Deregulierung anfing. Wir hatten ja damals auch bei Fleidra eigene Kraftwerke und hatten damit auch ein Joint Venture mit einem Energieversorger, um genau, damit die lernen, wie geht die Deregulierung. Ne? Da warst du noch sehr nah dran, dass du gesagt hast, okay, was Baseload, wo kaufst du die Peaks und sonst was ein. Und selbst da war es eher, dass die Stadtwerke teilweise Risiken genommen haben, also dein direkter Vorlieferant hat für dich dein Kontingent eingekauft und hat dann, wenn du eine Ausschreibung gemacht hast mit einem Stichtagspreis, konnte der dir was anbieten, was die anderen nicht konnten. Also auch sonst bei den Kunden, die ich danach kenne, die sehr energieintensiv sind, die gehen da wesentlich strukturierter rein, kaufen Bänder, kaufen verschiedene Sachen. Und fast alle Kunden, die ich habe, machen das schon kaum noch über einen Einkauf oder die Einkaufsorganisation haben einen Berater dafür oder Spezialorganisationen dahinter. Das ist so komplex geworden, wo ich einfach sage, du, sorry, den Aufwand kann ich nicht betreiben. Dann, wir gehen schon bald auf die Stunde zu. Ich würde noch ein anderes Thema anreißen, was ich weiß, da könnte man einen eigenen Podcast fast drüber machen. Nennen wir es mal Lieferantensegmentierung. Auch da vielleicht, wenn jemand ganz am Anfang steht, wie würdest du da vorschlagen, dass man seine Lieferanten segmentiert oder sollte man das überhaupt tun? Und was machen vielleicht fortgeschrittenere Unternehmen? Kannst du da zwei Sachen vielleicht dazu sagen? Es gibt ja verschiedene Zwänge, die du hast. Jetzt sage ich mal, eine Automobilindustrie geht ganz klassisch über eine Tierstruktur. Ne? Die haben gesagt, okay, wir reduzieren, wir kaufen Module ein, ein Modullieferant hat so und so viele Vorlieferanten etc. Da ist es eher über die Produkthierarchie gemacht. Das ist eine Logik, die funktioniert im Automotive-Bereich gut. Konsumgüter, wie du drin bist, wo ich herkomme, vollkommen falsche Methode. So, dann gibt es viele andere, sind total verliebt sag mal, in die Kreilig-Idee, ne? Was ist so mein Leverage, was mein Bottlenecks-Lieferant sagst du, was fange ich damit an? Also es ist schön, wenn du mir das sagst, aber jetzt habe ich, sag mal, das klassische Mittelständler, sagen wir mal, aber ich will jetzt die Zahlen halbwegs im Kopf, 250 Millionen Umsatz hat irgendwo, sagen wir, die Hälfte Beschaffungsvolumen, auch 250 Millionen. Der kann, wenn er Pech hat, 1000 Lieferanten haben. Dann sagt man aber, welche der 1000 ist denn dein Bottleneck? Ne, die kennst du doch gar nicht. Du hast ja bei Lieferanten hast ja so einen riesen Longtail. Ne? Mach mal die Auflistung, Lieferant per Umsatz. Ne? Aber deswegen sage ich, Kreilig bringt mir nichts. Weil ich finde nicht das, was ich brauche. Selbst wenn da mein Bottleneck-Lieferant mal in die Insolvenz geht, und stört mich das. Solange das ein Artikel ist, den ich direkt um die Ecke kaufen kann, ist mir da vollkommen egal, hol ich einen anderen Lieferanten. Also halt, ganz nett, gib ein paar Hinweise. Und womit ich eigentlich am liebsten arbeite, ist so klassisch, was erwarte ich vom Lieferanten? Ne? Also ich nenne das immer Behavior-Based-Segmentierung. Ne? Wie muss ich einen Lieferant verhalten? Ne? Meine Hauptlieferanten erwarte ich eigentlich, dass die sich auch so verhalten, ne? Die sind qualifiziert, die arbeiten mit mir vertrauensvoll zusammen und offen. Und dann mag es sein, dass sich der ein oder andere dazu weiterempfiehlt, ein strategischer Partner zu werden. Aber mit der Partnerschaft bin ich auch sehr, sehr vorsichtig und sehr sorgsam. Ne, also das
In Deutschland ist es ja auch durchaus üblich, dass du eine Frau hast und nicht mehrere. Also deswegen auch da sehr sorgsam mit umgehen, wann man denn sagt, du bist ein Partner, und auch ganz klar formulieren, was sind die Erwartungshaltungen. Wenn ich habe es immer erlebt, Lieferanten kommen zu dir und sagen, ich bin doch dein Partner. Habe ich gesagt, kein Thema. Guck mal, hier habe ich eine Aufstellung, ich habe 4 Stufen. Das ist das, was ich von einem Partner erwarte. Erfüllst du das? Dann kam die immer, nein, tue ich nicht. Willst du das erfüllen? Nein, will ich auch nicht. Weil dann müsste ich mich viel zu transparent machen dir gegenüber. Sag ich, gut, dann bist du jetzt auch kein Partner mehr. Dann lass uns doch gar nicht mehr das Wort verwenden. Und damit kannst du arbeiten, und du hast vor allen Dingen diesen ganzen Longtail deiner Lieferanten einfach als Lieferant im Wettbewerb, solange du davon ausgehen kannst, ich habe keinen wirklichen Versorgungsengpass. Und der ist ja eigentlich das, der dich nachher trifft. Wenn du einen Lieferant hast, der dir einen Artikel liefert, wenn irgendwie, keine Ahnung, die technischen Kollegen wieder großzügig waren und haben da irgendwie welche quasi Monopole geschaffen. Das sind ja die Sachen, die mich eigentlich nachher in der Zuverlässigkeit stören. Weil im Zweifelsfall habe ich kein Preisproblem, sondern ich habe ein Versorgungsproblem. Das ist ein toller Ansatz. Behavior-based Segmentierung. Das kannte ich noch gar nicht. Macht total Sinn, wenn du das jetzt so erzählst. Weil mir läuft so viel über den Weg, so Sachen wie Single Source, Sole Source, innovativer Lieferant. Wobei, da hast du vieles jetzt angesprochen, ne? Gerade so die, wo es halt wirklich nur einen am Markt gibt. Und wenn der ausfällt, dann habe ich direkt ein riesen Umsatzvolumen im Ja, also Risiko, ne? du kannst hingehen, du musst mal eins von diesen Cheat-Sheets suchen. Ich habe eins mal dazu gemacht. Ne, dann habe ich auch diese, normal arbeite ich immer mit 4 Stufen und habe dann die untersten beiden Stufen nochmal weiter ausdifferenziert und habe gesagt, ja, ich habe auf der untersten Stufe Lieferant im Wettbewerb auch nochmal den Kundenvorgabe mit reingenommen, weil teilweise kann es dir passieren, dass du Back-to-Back hast. Ne? Dann gibt der Kunde dir das vor, je nachdem, welchem Geschäftsumfeld du drin bist. Und ich habe den Lieferanten auf der Ebene drüber nochmal mit dazu genommen. Ich habe, sag mal, einen Technologielieferant, wenn ich, sag mal, die Maschine von X gekauft habe, dann werde ich die Ersatzteile auch von X kaufen, es sei denn, ich mache ein Reverse Engineering und kann sie dann doch woanders kaufen. Okay. Dann gibt es noch andere Themen, die du gerne anreißen möchtest, bevor wir zur Abschlussfrage kommen, die ich für dich vorbereitet habe? Ja, ich glaube, also jetzt für heute den Podcast nicht, was sicherlich noch spannender ist, ist, sagen wir mal, wirklich das Thema, wie kriegen wir eine stärkere Integration dieser Bereiche hin. Weil das wäre, glaube ich, nochmal was, wo man nochmal in einem späteren Zeitpunkt das aufarbeiten kann und müsste. Weil ich glaube schon, dass das zentral ist. Das ist, sagen wir mal, eines der Sachen für die Zukunft. Und ich glaube, was auch noch ganz zentral ist, und das haben auch ganz viele Organisationen nicht verinnerlicht, aber auch ganz viele Einkauf- und Supply Chain-Leute nicht verinnerlicht. Ich habe viel in Geschäftsmodellen, die projektbasierte Geschäftsmodelle sind, ne, wo du Projekte akquirierst und Projekte verkaufst. Alles das, was du vorher gelernt hast, wird auf den Kopf gestellt. Du hast keinen S&OP-Prozess mehr als Standardprozess im Unternehmen drin. Und dann ist auf einmal, sind ganz viele Funktionalitäten, die du heute in der Supply Chain abbildest, rutschen in den Einkauf rein. Das ist auch nochmal ein Thema, da kann man mal durchaus sicherlich in einem anderen Mal diskutieren, weil da muss der Einkauf auf einmal selber die Planung mit den Fachabteilungen machen und versuchen abzuschätzen, was gebraucht wird, sonst hat er nichts. Das leitet mich jetzt sehr gut zu meiner Abschlussfrage über. Du hast da jetzt einiges angerissen. Ich wollte dich nämlich fragen oder möchte dich fragen, welche Trends oder Themen oder mit welchen Trends oder mit welchen Themen sollten sich unsere Zuhörer, Zuschauer beschäftigen, um eben fit für die Zukunft zu sein? Was kannst du da an die Hand geben? Also was du, wenn man jetzt wieder aus einer Einkaufssicht rauskommt, und das ist auch sehr, sehr zwiegeteilt oder sehr noch weiter aufgefächert, ist sicherlich immer wieder das Thema Digitalisierung. Das ist aber sehr vage und wabert sehr stark rum. Du hast auch mal große Häuser, die es sich erlauben, ne, die haben im Zweifelsfall auch ein sehr integriertes ERP-System, dann holen die sich eine Sourcing Suite als Frontend davor. Da gibt es sicherlich die diversen Anbieter, die da gute Lösungen bieten. Die haben eine sehr hohe Datentransparenz, einen hohen Digitalisierungsgrad. Wenn das, sagen wir mal, der Benchmark ist, dann sackt das aber ganz schnell ab und wird ganz schwierig, wenn es weiter runter skaliert. Ist aber, glaube ich, ein Trend der Zukunft, wo sich der Einkauf stärker mit befassen muss. Der Einkauf muss sich auch stärker mit befassen,
ja, Datentransparenz, Sichtbarkeit zu kriegen, ne? Also auch faktenbasierter zu sein. Das ist nicht unbedingt immer so die Stärke dieser Organisationsform. Was auch sehr stark jetzt kommt, Thema Nachhaltigkeit rückt stärker in den Fokus. Und wenn man sich überlegt, der Einkauf verantwortet die gesamte Lieferantenschaft, und dann bin ich in Scope 3 Thematiken drin, in anderen Thematiken drin. Das kann eigentlich, wenn der Einkauf es kollektiv als Funktionseinheit versteht, das Thema richtig aufzunehmen, kann das ein Boost werden, um auch nochmal die Gesamtfunktion besser zu positionieren. Also das sind so Sachen, wo ich glaube, dass ein Stück dahin geht, weil so Themen wie Materialgruppenmanagement, Lieferantenmanagement, die sind eigentlich relativ durchdrungen, ne? Die sind bekannt. Das heißt nicht, dass die angewendet sind, aber da weiß man wenigstens, wie es geht. Und ich glaube, damit ist so ungefähr so das Spannungsfeld aufgezeigt. Also hängt es schon durchaus sehr stark vom Unternehmen ab, aber das, glaube ich, sind so die großen Themen. Sehr gut. Und wir haben ja ganz am Anfang über LinkedIn gesprochen. Da kann man dich gut oder da bist du sehr sichtbar. Wie können dich Leute noch finden? Wo bist du am besten erreichbar? Hast du eine eigene Homepage oder falls jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte? Dummerweise bin ich schon immer noch nicht da, also war es nicht nötig, bis jetzt hat das alles so geklappt. Da gibt es zwar, gibt's zwar ein Internet, da ist nur eine Visitenkarte dahinter. Nein, also ich glaube wirklich, LinkedIn ist da ein ganz guter Weg. Ansonsten, wenn man einfach den Namen Perchnet eingibt, findest du die Visitenkarte, da steht auch sogar eine E-Mail und eine Telefonnummer dran. Letztendlich mache ich alles Geschäft über Mobile, also nichts mehr mit Festnetznummer. Da man doch viel zu sehr remote unterwegs ist und digital unterwegs ist und einfach melden, ansprechen. Ich bin da ganz, ganz easy zu handeln. Sehr gut. Ich werde auch mal deine drei Bücher in den Shownotes verlinken. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich glaube, wir haben einige Themen angerissen und nicht nur an der Oberfläche gekratzt. Du bist auch mit deiner Erklärung immer mal wieder in die Praxis gegangen, in die Details gegangen, hast tolle Beispiele meiner Meinung nach gebracht. Also ich danke dir wirklich sehr für die Stunde, die wir jetzt miteinander reden durften. Und würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal einen zweiten Teil dranhängen. Vielen Dank, Mario. Perfekt, mach den. Herzlichen Alles Dank. gut. Ich wünsche was. Ciao. Ciao. Ja, das war das Interview mit Dr. Mario Büsch. Ich hoffe, ich habe euch im Intro nicht zu viel versprochen. Nochmals, mir hat es extrem Spaß gemacht. Auch Mario, wenn du das jetzt siehst, hörst, vielen, vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn wir noch einen zweiten Teil, du hast ja ein paar Impulse gegeben, über was man alles noch reden könnte, irgendwann dranhängen. Und wie immer, für alle Zuseher, Zuhörer, abonniert den Kanal auf YouTube. Auch wenn ihr auf Spotify oder Apple Podcasts und so weiter hört, geht doch mal zu YouTube, abonniert den Kanal. Denn je mehr Leute den Kanal abonnieren, desto mehr Klicks wir bekommen, desto bessere Gäste bekommen wir. Und ich hoffe eben, dieses Video, dieser Podcast war mal wieder ein Eindruck diesbezüglich, dass tolle Gäste tollen Inhalt bieten, der weit über meine Berufserfahrung hinausgeht. Und ich lerne ja auch immer sehr, sehr viel von den Gästen hier. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Teilt, liked, abonniert, wie gesagt, und bis zum nächsten Mal.